Ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind immer noch beim Caravan-Salon in Düsseldorf und zwar in Halle 10 bei Adria. Hinter uns ist der Twin Max 680 SLB. Wir haben im letzten Messe-Update darüber berichtet, da war noch nicht klar, was er kostet. Wenn ihr wissen wollt, was er kostet, müsst ihr warten bis zum Ende. Wir stellen euch jetzt dieses Fahrzeug vor. Es gibt auch noch den, ich muss kurz vor, SGX. Der ist mit Hubbett, den zeigen wir jetzt mal nicht, aber da können wir euch auf die netten Kollegen von Up & Down Bande verweisen. Und so wirklich los geht's wann? Nach dem Intro. Ja, wir schauen uns das Fahrzeug erstmal von außen an. Der ganze Wagen kommt auf MAN, hat hier in diesem Vorstellfahrzeug schon 177 PS und Automatikgetriebe, also da ist schon relativ viel drin. Ja, und ich würde sagen, wir schauen doch einfach mal rein. Reingeschaut, es ist das Cockpit des VW, also das VW-typische Cockpit. Wir haben hier oben ein schönes Skyview, was sich aufmachen lässt. Es ist auch gerade ein Stück geöffnet. Dann kommen natürlich hier die ganzen Fächer mit einer Gasdruckfeder. Also macht echt eine Menge her, das ist richtig gut. Dann haben wir hier natürlich den Tisch. Und was ich auch ziemlich gut finde, ist diese eingelassenen Sitze. Also man sitzt sehr, sehr, sehr bequem drauf. Ich setze mich jetzt hier mal auf den Beifahrersitz und bin hier direkt angebunden mit dem Tisch. Also das ist schon echt gut. Das ist Leder mit Alcantara in der Mitte, also das ist schon sehr hochwertig gemacht und schön, diese Farbe schwarz-weiß und mit dem, beziehungsweise nein, schwarz ist es ja eher und mit dem helleren Holz. Gleich im Eingangsbereich ein Fach. Dann haben wir hier noch etwas, was man ausziehen kann. Da kann man wahrscheinlich die Arbeitsfläche erweitern, so ganz genau weiß ich es natürlich gerade nicht. Aber auf jeden Fall hast du hier nochmal Ablagemöglichkeiten. Dann hast du unterm Tisch noch Fächer, größere Fächer, die man halt aufmachen kann. Sehr gut gelöst. Schauen wir uns doch mal hier die Arbeitsflächen an. Zwei Flammen Gaskocher und ein schön großes Waschbecken zum Abwaschen. Hier hinten haben wir Möglichkeiten für Utensilien aufzubewahren. Auch eine Steckdose darf natürlich nicht fehlen. Und ja, dann wollen wir mal gucken. Auch wieder die Gasdruckfedern hier. Und ich glaube, gut, sehr schön. Hier haben wir noch eine Tasche drin, wo man wahrscheinlich Gewürze und so weiter hinpacken kann. Und das Fach oben drüber. Klar, die Funktion, da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, logischerweise. Schauen wir uns doch mal hier die Schubladen an. Schön groß, soft close, machen guten Eindruck, also es wackelt auch nicht viel. Zeigt mir, dass es eigentlich eine sehr gute Qualität ist. Kühlschrank, in dem Fall Kompressorkühlschrank von Tedford mit einem Eisfach. Und darunter noch ein Schrank mit Mülleimer. Auf jeden Fall ein Fach, wo man noch was ablegen kann, unterhalb und oberhalb. Und den Schrank haben wir hier auch. Dann schauen wir uns doch mal das Bad an. Auch im Bad gibt es Ablagemöglichkeiten. Auch wieder Gasdruckfedern. Wir haben ein Fenster zu der Seite zum Lüften. Ablagemöglichkeiten neben der Toilette. Hier ist die Toilette. Das Waschbecken auf der Seite. Darunter noch die Schalter und dann können wir das Ganze zur Dusche umwandeln, also Schwenkbad. Hier oben dann dementsprechend noch ein Haken, wo man auch mal was aufhängen kann zum Trocknen, die Duschbrause. Und hier sind natürlich noch die Abläufe. Nun das, das Bett. Darunter haben wir noch eine Trittstufe und da ist natürlich auch noch Ablagemöglichkeiten. Das Bett lässt sich hier
hochklappen. Das habe ich gerade eben gesehen. Das hat gerade jemand vom Stand hier hochgeklappt gehabt. Und dann hast du halt hinten auch noch die ganzen Pushlocks, auch wieder natürlich mit Gasdruckfeder. Zur linken als auch zur rechten Seite. Hier auch nochmal Ablagemöglichkeiten. Das ist ganz nett für kleine Utensilien, ist das gut gemacht. Alles ist hier mit einem Stoff überzogen, also im Winter bestimmt nicht kalt, glaube ich nicht. Die Decke ist fühlt sich leicht wie einen Stoff an. Also das heißt, der Kunststoff ist überzogen und ein großes Heki dann hinten noch raus. Ja, schauen wir nochmal von hinten das Fahrzeug. Marcel hat noch einen Schalter entdeckt, das ist wohl für die Lendenwirbelstütze. Das ist auf jeden Fall elektrisch. Ja, für den Fahrer ist halt hier der höchste Komfort geboten. Hier geht es jetzt noch einmal rein ins Heck. Da können wir mal reinschauen. Wir haben viele Staufächer zu den Seiten. Da ist das Gasfach. Ich muss noch mal gucken, aber ich glaube, ihr habt hier eine Dieselheizung. Daher muss das Gasfach auch nicht so groß sein. Noch mal ein Ablagefach. Und zur linken Seite ist das Gleiche. Auch noch mal. Also Verstaumöglichkeiten gibt es viele und natürlich, also der Kofferraum, der ist echt groß. Ist auf jeden Fall größer als bei uns im Malibu 600. Also da kann man auf jeden Fall eine Menge unterbringen. Dann haben wir hier noch USB und zwar auch sogar Schnelllade-USB mit 3 Ampere und USB-C-Charger. Also das heißt, das ist schon mal gut, dass man viele unterschiedliche Möglichkeiten hat. Und auch zur linken Seite auch nochmal. Also das heißt, wir haben hier doch schon gut Ablagemöglichkeiten. Beziehungsweise Auflademöglichkeiten. Einmal nochmal das Fahrzeug von hinten rum. Also es ist tatsächlich eine Dieselheizung hier verbaut. Das heißt, wir brauchen nur Gas zum Kochen. Und dafür reicht eine kleine Gasflasche mit 5 Kilo locker aus. Die Dieselheizung ist hier von Webasto. Und zwar mit Boiler, dass man auch warm Wasser bekommt. Ja, schönes Auto. So, wie das Fahrzeug hier jetzt steht, sind wir, warum gucke ich dahin? Bei 88.462 Euro. Das Basisfahrzeug ist bei knappen 79.000 Euro. Wir wollen ja ehrlich sein, was ist bei diesem MAN für uns ein ganz großes Problem? Das ist das Thema Zuladung. Gerade einmal 250 Kilo könnten wir in diesem Wagen zuladen. Das heißt, das ist gefühlt nichts. Ja. Das liegt aber wirklich an auch den sehr starken MAN. Man kann ihn auflasten bis auf 3.800 Kilo. Ja, also liebe Regierung, wir bräuchten den Führerschein für bis 4,2 Tonnen. Und dann bitte für alle Motorisierung, dann wäre das kein Problem, weil dann hast du sage und schreibe 580 Kilo, das ist schon wirklich ein himmelweiter Unterschied. So wie er jetzt da ist, wäre er für uns nichts. Nee, also er müsste aufgelastet werden sozusagen und da würde unser Führerschein ja nicht ausreichend sein. Also das geht den meisten ja so. Sonst, designtechnisch, ein richtig schönes Auto, was Adria hier hingezimmert hat und wie gesagt mit dem MAN. Endlich eine Alternative zur PSA-Gruppe. Und wir wissen, MAN-Motoren sind eigentlich sehr, sehr robuste Motoren. Kommen ja immerhin, also beziehungsweise der Ursprung MAN-Büssing kommt immer aus Braunschweig. Also da kann ja nur was Gutes herkommen. Ja, schreibt mal einfach in eure Kommentare, was ihr zu dem Fahrzeug sagt. Wäre es was für euch? Reichen euch 250 Kilo Zuladung? Also bei 3500 Kilo? Ja oder nein? Das einfach mal rein in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao. Tschüss.